Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity 5. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wie man hier schon schönes sieht, wir haben unsere Spielzentrale endlich hingestellt. Wie haben wir das hingekriegt? Ja, indem wir einfach ein zweites Casino gebaut haben, eine kleine Spielhalle. Hier allerdings im Unterschied zu unserer ersten mit Hotelanbau. Ich zeige es ganz kurz. Wir haben jeweils ein Zimmer, also die günstigen Zimmer für die niedrige Einkommensschicht und ein schönes Zimmer für die mittlere Einkommensschicht hingestellt und zusätzlich noch ein paar Münzautomaten und ein Blackjack-Tisch, muss einfach sein, ne? Und wir stellen fest, die Hütte hier macht wesentlich mehr Gewinn als die andere Kiste. Ja, woran liegt es? Ich vermute mal, dass einfach hier die Bebuchung der Hotelzimmer so gut ist, dass die Touristen hier keine Zeit verlieren, um von den Hotels hier rüber zu tingeln, sondern die stehen auf und frühstücken, klatschen sich in den Kaffee und ein Croissant ins Gesicht und dann geht es schon wieder weiter zum Zocken. Ist ja richtig so, also zumindest hier virtuell natürlich, in echt sollte das nicht so sein, aber wir sind ja hier in SimCity und von daher, denke ich, ist das alles in Ordnung. Tja, also wir haben jetzt hier diese Spielzentrale freigeschaltet, da werden immer noch Mitarbeiter gesucht. Oh oh, mir schwant Übles, ich fürchte, wir müssen hier mal wieder etwas justieren. Genau so sieht es nämlich aus. Wir haben wieder fast 2000 Jobs, offene Jobs im Bereich der Geringverdiener und mittlerweile auch wieder den Punkt erreicht, dass wir mehr offene Jobs bei der mittleren Einkommensschicht haben als Angestellte in diesem Bereich. Schlecht. Und bei unseren Snobs ist es genau gleich, allerdings ist da jetzt dieses Delta noch nicht so groß, also das hält sich in etwa die Waage, aber bei unserer mittleren Einkommensschicht und natürlich auch bei unseren Geringverdienern haben wir Handlungsbedarf. So, also Zeit hier mal ein bisschen für Straßen-Upgrades zu sorgen. Wenn ich mir das so anschaue, wie sieht es denn da aus? Da ist soweit alles grün. Hier gibt es ein paar, die Problemchen haben, warum auch immer. Die sind noch nicht so weit. Aber ich denke, da können wir mal einen Teil zumindest aufwerten. Ein Sträßchen, ja, dann machen wir das doch. Wollen wir hier mal ein bisschen nachlegen. Also ich mache das, wie schon in der anderen Stadt, immer ein bisschen sukzessive, also nicht alles auf einmal, weil ich dann einfach die Gefahr sehe, dass wir vielleicht ein bisschen überziehen und zu viel Gas geben und dann bricht das Chaos ein. Ich sehe es ja jetzt schon hier so verkehrstechnisch. Oh, 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 ja, ja, da geht's rund. Aber gut, das liegt einfach daran, dass hier so eine kleine Einkaufsmeile ist und vermutlich sind hier auch viele Touristen unterwegs, vermute ich mal. Da habe ich falsch vermutet. Nein. Sind es nicht, das sind unsere Konsumenten, die Geier. Da geht es ja richtig zu. Eieiei. Okay. Problemchen. Nicht schön sowas. Nicht schön sowas, nein. Ganz und gar nicht schön. Hm. Ja, ihr seid Helden. Ihr nutzt diese kleine Straße hier und... Ach, komm. Ah, Leute. Was macht er denn? Ihr solltet doch nicht diese kleine Straße nutzen, sondern die Hauptstraße. Das ist jetzt ein bisschen doof. Na, beziehungsweise eigentlich bin ja ich doof, weil ich habe so gebaut. War ein bisschen ungeschickt, so im Nachgang betrachtet. Aber okay, ja, wisst ihr was, dann machen wir es halt anders. Dann reißen wir die Kiste hier ab. Diese Verbindung. So, Edge. Pech gehabt, Freunde. Dann müsst ihr nämlich jetzt außenrum fahren. Ich weiß, das ist auch gemein, aber gut, hilft ja nichts. Die können zumindest hier rüber und kommen da dann raus. Also ich denke, dann nutzen die jetzt hoffentlich die Hauptstraße, die ja eigentlich dafür ausgelegt war. Und hier wird auch schon gebaut. Die ersten Häuser steigen auf. Sehr schön. Was machen unsere Jungs von der mittleren Einkommensschicht? Oh, hier ist... Das sehe ich gar nicht gern. Hier ist ein verlassenes Gebäude. Niedrige Grundstückspreise. Was? Niedrige Grundstückspreise? Bist du blöd? Hier ist doch alles gut. Gibt es doch keine niedrigen Grundstückspreise. Hier ist doch alles prima. Wir haben hier durchgehend mittlere Einkommensschicht vom Grundstückspreis her. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Habt ihr schlecht geschlafen, oder? Hm, naja. Also gut, ist hiermit erledigt, hoffentlich. So, hier wird auch schon wieder fleißig gebaut. Eieiei. Das sind unsere Snobs. Also da habe ich mir ganz umsonst Sorgen gemacht. Die kommen so langsam. Sehr schön. Was macht denn unser Einkaufszentrum hier? Die Oase. Auch ein netter Name. Bestimmt wieder ausverkauft. Die Hütte. Ne, hat sogar noch ein bisschen was. Und der kleine Stinker hier an der Seite, der ist schon wieder leer. Ja, da wird nicht viel gehen mit dem. Da wird nicht viel gehen. Aber hier ist zumindest noch ein bisschen was. 44 Waren haben sie noch. Allerdings souvenirtechnisch
Ratzekal. Leergeräumt die ganze Stadt mal wieder. Halt, hier sind noch ein paar, sehe ich gerade. Ja, aber stark abnehmend. Also 10 Stück, 9, 7. Ja, also die Kiste ist leer. Passt. Super. Ist in Ordnung, gut. Sind wir zufrieden. Also, können wir jetzt hoffen, dass hier auch ein bisschen die Leute arbeiten. Jawohl, haben sie auch geschafft. Sehr schön. So was will er bestimmt wieder erweitern. Oder uns zumindest darauf hinweisen. Holen wir uns ein Upgrade. Ja, natürlich. Gerne. Allerdings dauert das noch. Naja, also müssen wir 100.000 Gewinn machen mit unseren Casinos. Aber wir haben ja zwei am Start. Wie sieht es denn aktuell aus von der Auslastung her? Die sind eigentlich recht gut ausgelastet, sogar voll ausgelastet. Und die hier, ja, sind auch am oberen Limit, beziehungsweise auch schon ziemlich ausgelastet. Okay, ja, das ist für mich jetzt ein Signal. Wir bauen ein nächstes Casino hin, wieso nicht? So. Ja, mich würde ja dieses römische Casino anlachen. Das haben wir nämlich ja durch den Patch 8.0 bekommen. Also noch gar nicht so lange her. Das, beziehungsweise, lass mich kurz überlegen, ich glaube Folge 20 war es ja doch, ist schon ein Stück her. Aber da gab es ja dieses römische Casino gratis dazu, war gar nicht schlecht. Erhöht Grundstückspreis von Mittel-Einkommensschicht, stündliche Einnahmen pro Spieler der oberen. Ah, okay, da hätten wir dann auch was für unsere superreichen Touristen. Ja, gar nicht verkehrt, ich glaube, das Ding bauen wir auch. Ey, das kostet aber 3.700 die Stunde. Ja, Sapperlot, seid ihr blöd. Das geht ja gar nicht. Das noble Casino. Das römische Casino. Oh, komm. 3.750, ja, nö. Oh, nö, komm. Nee, also das ist mir zu heftig. Nee, das mache ich mal, wenn ich mal ganz viel Geld habe. Also das ist jetzt... Nee, sorry, Freunde, das ist mir echt eine Spur zu heftig. Das muss nicht sein. Also ich muss das Geld ja nicht so rausschmeißen. Mit mir nicht, Freunde, mit mir nicht. So. Dann würde ich das gerne hier hinstellen, an der Seite. Weil erstens haben wir da Platz und zweitens denke ich, dass da noch nicht so viel Verkehr durchgeht. Deswegen, also ich denke, der Hauptverkehr läuft hier rüber und nicht hier. Deswegen stellen wir den einfach mal da hin. Nobles Casino. So, und ein schönes Schild können wir bauen. Leuchtendes Casino-Schild machen wir doch. Das sieht doch nett aus. So, und was haben wir hier Schönes? Okay, die Zimmer. Nobles Zimmer, untere Einkommensschicht. Mittlere Einkommensschicht. Ach, da brauchen wir schon ein Upgrade für eine Casino-Zentrale. Obere Einkommensschicht. Das ist ja doof. Was haben wir hier? Ein Pokerzimmer. Oh ja, das ist doch hübsch. Und Crabs. Einmal würfeln, bitteschön, aber da brauchen wir auch wieder ein Upgrade. Ach, herrje. Mit 7 Scheiß brauchen wir dann ein Upgrade. Das geht ja gar nicht. Ja, komm, was soll's, dann bauen wir da halt mal so ein kleines Zimmerchen hin. Wird schon gehen. Schaffen die schon? Nö, natürlich nicht. Haben wir natürlich zu wenig Leutchen, war ja klar. Aber kommt hoffentlich bald halt. Da brauchen wir natürlich noch eine Bushaltestelle, ist eh klar. Also direkt vor der Hütte Bushaltestelle, weil die sollen ja auch richtig zocken, die Jungs. Ist schon in Ordnung. Ja. Ich denke, 19 Minuten Wartezeit ist mehr als okay. Wir haben ja teilweise auch so... Oh, wir haben fast 12.000 Passagiere. Also können wir uns nicht beschweren. Die Wartezeiten sind voll in Ordnung. Straße machen wir nicht. Zugkammer. Wartezeit 40 Minuten. Aber gut, das kann ich ja nicht beeinflussen. Der kommt halt, wie er kommt, ne? Und Flugzeuge. 360 Passagiere am Tag. Das ist auch ein bisschen wenig, hätte ich gesagt. Da könnte mehr gehen. Aber gut, wenn man knapp 4.000 die Stunde gewinnt, oh, jetzt machen wir sogar 5.700 die Stunde Gewinn. Und mittlerweile wird hier auch schon gearbeitet, sehr schön. Und was haben wir noch? Wir haben hier noch unser Theater, da ist schon wieder geschlossen, da fehlen schon wieder Leutchen. Ach komm, jetzt hört's auf, gibt's doch gar nicht. Okay, Jobs bei den Geringverdienern entspannt sich ein bisschen, also die Maßnahme da hinten hat was gebracht, denke ich. Aber ein paar sind noch gar nicht aufgewertet, was ist da los? Warum? Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Das ist dieser scheiß Park hier, den hauen wir jetzt mal weg. Wir haben ja hier Parks gebaut, einfach um den Aufstieg hier etwas zu beschleunigen. Jetzt ist aber genug Platz, jetzt will ich nichts mehr hören. Na? Mein Gott, ist das ein Verkehrschaos hier? Schaut euch das mal an. Die wollen da alle zum Einkaufen, Mist. Das ist ja blöd.
Das ist echt blöd. Ja, die rennen hier alle zum Einkaufen, weil hier zu wenig Platz ist. Mist, Mist, Mist. Okay. Vielleicht können wir hier ein bisschen pushen, dass die hier reinkommen. Da ist hoch, da ist hoch. Den haben wir ja schon. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte, zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Hurra! Sehr schön. Das hat ja prima funktioniert. Nämlich gar nicht. Hm. Ja, also die Verkehrssituation hier ist natürlich alles andere als entspannt. Das war nicht gut. Ich glaube, da haben wir ein Problem. Ich glaube, da haben wir ein Riesenproblem. Ja. Das ist alles andere als prima. Hm. Ja, die rennen ja alle zum Einkaufen hin. Das ist too much. Mein Gott, wie lösen wir jetzt die Kiste? Ah. Ja, wenn alles so einfach wäre. Also ich schätze, die Brücke müssen wir abreißen. Wir müssen den Verkehr hier irgendwie anders leiten. Das hilft nichts. Den müssen wir irgendwie anders leiten. Also machen wir das so. Möglichst wenig abreißen. Ja, das ist natürlich auch nicht einfach. So, also hier zumindest eine Anbindung. Die Brücke haben wir weg. Das ist ein bisschen viel vielleicht. So, Brücke weg. Hm. So, dann könnt ihr hier zumindest reinfahren. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen suboptimal. Ja, irgendwie war das jetzt nicht so prickelnd. Vielleicht sollten wir auch noch so ein kleines Fleckchen Gewerbe. Also haben wir ja hier, mein Gott. Aber der steigt nicht auf, gell? Nee. Der steigt nicht. Was hat der gesagt? Ich bin sauer, dass wir keine Lieferung bekommen haben. Oh, oh. Haben wir auch schon lange nicht mehr geschaut, was unsere Lieferungen machen. Müssen wir nochmal kurz einen Blick werfen. Ja, das ist eindeutig zu wenig. Straßenupgrades erforderlich. Hier. Da habt ihr recht. Dann machen wir mal den hier. Zack. Die Frage ist, hier Platz für ein großes Werk. Lassen wir uns überraschen, vielleicht passiert ja was. Hier haben wir das gleiche Problem. Was heißt Problem? Hier ist die gleiche Situation. Hm. Ja, der denkt noch nicht dran aufzuwerten. Der überlegt sich das echt noch. So, hat sich der Verkehr jetzt ein bisschen zumindest entzerrt. Oh, oh. Grundbrand. Ja, da ist dann natürlich die Feuerwehr nicht mehr durchgekommen. Schlecht. Gerade auch noch bei unserem neuen Wolkenkratzer, der entstanden ist, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Ja, aber das läuft nicht. Das läuft einfach nicht, ja. Das war so die Befürchtung, sobald man anfängt, Touristenstadt bei knapp 50.000 Einwohner, Riesenverkehrsproblem. Ja, okay, die Nummer hier ist natürlich auch dumm gelaufen. Das war nicht optimal geplant, muss ich zugeben. Ja, und das hier gefällt mir auch nicht. Nee. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das sieht nicht schön aus. Hm. Ja, muss ich mir was einfallen lassen? Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Anregungen. Kriege ich es noch raus, was man da machen könnte. Hier wird neu gebaut. Okay. Ja, also, der Verkehr beherrscht uns im Moment. Dafür verdient das Casino ein bisschen was. Das ist auch nicht schlecht. Ah, unsere Touristen der oberen Einkommensschicht sind ja jetzt auch schon gut aufgehoben. Das Hotel ist voll ausgelastet, ja. Meine Herren, da geht's ab. Die Kiste ist ausgelastet, die Kiste ist ja zum Teil ausgelastet. Was macht denn unser Bogen? Verdient auch nicht schlecht Geld. Und hier wird wieder gearbeitet. Ja, dann hauen wir noch schnell eine Veranstaltung rein, dass hier auch wieder was vorwärts geht. Noch einen kurzen Blick auf die Touristenkarte geworfen. Da kommen auch schon diese lila Autos. Die Touristen der Oberklasse,
Unsere Reichen, sehr schön. Also geldtechnisch ist ja alles in Ordnung. Da verdienen wir richtig gut im Moment. Können wir uns nicht beschweren, können wir nicht meckern. Aber der Verkehr, liebe Freunde, der Verkehr, der macht uns fertig. Zufriedenheit ist da. Sehr schön. Ah, und hier, der Kollege freut sich. Wir haben schon über 100.000 beim Glücksspiel verdient. Tja, aber hier, also die Verkehrsnummer da. Haben wir Handlungsbedarf, auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht die Läden, die hier sind, dass man die an die Hauptstraße hier ansiedeln, also quasi den blauen Bereich hier wegmachen und die unten hinstellen. Dass die Jungs mehr über die Hauptstraße kommen, wo einfach mehr durchgeht. Könnte man mal ausprobieren, ob das was hilft. Könnte man auch hier im Eck mal bauen. Komm, das mache ich noch schnell. Schnell ist immer gut, wenn ich das sage, machen wir schnell. Das klingt so, ja, ist ja gleich passiert, ne? Ist ja kein Thema. Geht da klatschen wir mal schnell was hin, passt schon. So, dann haben wir hoffentlich hier gleich ein bisschen Entlastung. Wobei die trotzdem hier durchbrennen werden, könnte ich mir vorstellen. Wir sehen es beim nächsten Mal, lassen wir uns überraschen. Ich sage an euch jedenfalls, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. War diesmal ein bisschen eine chaotische Folge, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Freue mich trotzdem über Tipps und Tricks und Kommentare, was mit Sicherheit kommen wird. Ich kenne euch ja, gell, Smitty? Und ja, freue mich, wie gesagt, auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play SimCity 5. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus!